Das ist ja im Grunde die Struktur der Industrie der Zukunft. Wir werden immer mehr digitale Vernetzung auch über Unternehmen hinaus haben. Und wenn diese Strukturen, wenn die Plattformen, deren es dafür braucht, wenn die in der Hand großer Monopolisten, großer US-amerikanischer Monopolisten, muss man dazu sagen, sind, und wenn das im Grunde eine Abhängigkeit dann für die wirkliche Fertigungsindustrie, die wir hauptsächlich in Deutschland ja haben, auch bedeutet, bis hin zur Autoindustrie. Immer mehr ist digital. Ein Großteil der Wertschöpfung ist digital. Wenn das immer stärker in der Hand US-amerikanischer Monopolisten ist, finde ich das keine gute Perspektive für die deutsche Wirtschaft. Und deswegen glaube ich, hier muss wesentlich mehr geschehen. Also Innovationsfinanzierung, die Bereitstellung auch von solchen Mitteln, eine ganz bewusste Strategie, auch der Koordination bestimmter Innovationen. Es gibt viele Prozesse, die gehen eben nicht rein über den Markt. Dafür braucht es eine gewisse Steuerung. Das wünsche ich mir von der Bundesrepublik. Und ich glaube, das sind tatsächlich die Zukunftsthemen, die sehr, sehr viel wichtiger sind, als darüber zu reden, ob man den Mindestlohn möglicherweise noch mit weiteren Ausnahmen versieht, ob es vielleicht in Zukunft neben der Rente mit 67 vielleicht sogar die Rente mit 70 geben muss. Das sind alles keine Zukunftsthemen, weil das macht Wohlstand eher kaputt, als dass es ihn befördert.